Okay, also einen Part habe ich vergessen aufzunehmen. Und zwar müsst ihr euch einmal in irgendeinem Jazz-Cypher oder in irgendeinem Restaurant Power Boost Gold kaufen. So ein Jazz-Cypher ist auch im Tangent Hauptquartier, ganz oben. Da könnt ihr euch das eben einmal kaufen. Ihr braucht nur ein einziges davon. Dann teleportiert ihr euch, insofern es offen ist, zur Garbanium-Mine. Denn hier ist der GR offen. Lauft runter zu Black Mist Garbage Dump und redet dort mit diesem Kevin Kritter. Mit dem müsst ihr zweimal sprechen. Das heißt, ihr sprecht ihn erst einmal an, da wird er euch dann ein bisschen was erzählen und wird euch sagen, hey, ich hätte gern dieses Power Boost Gold. Dann sprecht ihr ihn nochmal an, dann gebt ihr ihm das Power Boost Gold und dann seid ihr schon fertig mit der Mission und könnt zurück. Wenn ihr zurückgeht, latscht einfach wieder zur Garbanium Mine. Oder zu Shirkan Fortress, je nachdem, was halt näher ist. Und teleportiert euch in den Industrial Sec 2. Den GR müsstet ihr ja alle haben. So, wenn ihr euch dort zurück teleportiert habt, dann könnt ihr dort einmal mit dem Fahrstuhl nach oben fahren. Und direkt dort oben ist der Benjamin Kane. Mit dem quatscht ihr einmal, geht den ganzen Dialog durch. Dann teleportiert ihr euch zurück ins Tangent Hauptquartier, sprecht mit dem Human Resource Director und dann ist die Mission komplett zu Ende. Dann habt ihr die geschafft. Ich habe nur diesen Teil vergessen, eben aufzunehmen. Okay, das war's eigentlich schon. Dann geht's weiter mit dem nächsten Part.